Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der Lookfantastic Beauty Box aus dem Monat Januar. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Lookfantastic Beauty Box ist die Schwester von der Glossy Box, kommt aus England, wird auch immer aus England geliefert. Das Booklet ist auch immer in englischer Sprache. Die kostet ab 15,50 Euro pro Box und pro Monat. Erscheint monatlich, enthält 5 Beauty-Produkte, die meistens etwas kleiner sind, weil wir dann hier mehr so im High-End-Bereich unterwegs sind, was Pflege und dekorative Kosmetik angeht. Lookfantastic hat auch noch einen Online-Shop, da kann man sich auch immer sehr schön umschauen tatsächlich. Also da gehe ich gerne auch ab und an mal shoppen. Und ich habe einen Freunde-Werben-Freunde-Code, damit kannst du die Box ein bisschen günstiger bekommen und auch günstiger im Shop einkaufen. Setze ich dir in die Infobox, schau super gerne einfach mal vorbei. Und wir haben jetzt im Januar so ein lavendelfarbenes Gedönsen, das passt sehr schön heute zu meinem Augenlook, zu meinem Oberteil. Da bin ich ja auch etwas lila-mäßig unterwegs. Und Sammy sitzt hier neben mir und guckt mich gerade an wie ein Toaster. Was ist los, Maus? Was ist los, kleiner Mann? Was ist los, kleiner Mann? Ja. Mein Freund und Julius sind nämlich gerade einkaufen. Und da habe ich mir gedacht, komm, nehme ich mal Sammy mit nach oben. Der hat sicherlich Bock, mit Frauchen mal wieder zu filmen. Ja, der findet das sowieso ganz schön hier oben. Und deswegen, jetzt ist gerade, wie spät ist es denn? Punkt 6:30. Das ist eigentlich seine Abendbrotzeit. Deswegen habe ich mir jetzt mein Leckerli zur Überbrückung gegeben. Das heißt, wir gehen jetzt nach diesem Video mal kurz runter und dann kriegt er auch sein Abendbrot. So, okay, ich möchte mit euch in die Box hineinschauen, denn ich bin sehr gespannt, was uns im Januar erwartet. Wir haben normalerweise hier auch so ein Zitat eigentlich so mit drin. Hier steht jetzt drin, we want you to feel inspired. Also hier ist einfach nur, dass die Lookfantastic Beauty Box möchte, dass wir uns inspiriert fühlen. Wahrscheinlich von dieser Box. Mal gucken. Ja, so schaut die Box dann aus. Und hier habe ich so ein Kärtchen drin. A fresh start, das scheint dann das Motto zu sein. Okay, wie so eine Visitenkarte. Read this month's Beauty Box Magazine to get inspired by all your latest products, tips and tricks. Scan me. Alles klar. Also du hast hier jetzt einen QR-Code. Sonst hatten wir ein Magazin mit dabei. Papierkrise ist nun auch in England angekommen. Ja, so schaut das Schätzelein aus. Riecht nach Papier. Okay, so. Dann machen wir das Ding einfach mal auf. Ach, guck. Und hier sehe ich auch schon die Produkte. Ne? Die sehen so einmal aus. Ja, also Fresh Start. Klar, passt auf jeden Fall dann auch zum Januar, der neue Jahresstart. Es ergibt auf jeden Fall Sinn. Da brauche ich mir jetzt nicht irgendwie versuchen, das Heftchen zu übersetzen. Als erstes habe ich hier ein Produkt von Brushworks drin enthalten. Scalp Massaging Brush. Ja, Brushworks ist keine super hochpreisige Marke. Die haben aber sehr coole Produkte. Ich weiß noch, dass ich damals mal, habe ich mir glaube ich auch im Onlineshop von Lookfantastic gekauft, diese Wimpernzange, die war mega gut. Mittlerweile habe ich eine von Catrice, die noch besser ist. Und das hier ist halt so ein Kopfmassagetool. Ich finde die auch ganz schön, mag ich gerne. Ich denke, dass ich mir das auch zur Seite legen werde, denn mein letztes ist an Sammy gewandert. Denn damit kann man auch wundervoll Hundeshampoo einarbeiten, tatsächlich. Ja. Das hier ist halt ganz gut. Ich habe von Philip Kingsley, nämlich in dem Lookfantastic Adventskalender tatsächlich, dieses Scalp-Peeling-Gedönsen gehabt. Und das kannst du damit sicherlich auch ganz toll aufschäumen. Jo. Und deswegen kann ich das hier mal auspacken. Was meinst du, Sammy? Hm? Und damit kann man sich halt eine schöne Kopfmassage. Ich liebe Kopfmassagen. Das ist so angenehm. Und ja, hier haben wir halt, sieht eher aus wie eine Bürste als wie ein Kopfmassagetool. Denn normalerweise hat man so spitz nach vorne gehende Gummiviecher. Das ist jetzt wirklich dann etwas härter. Aber egal, gucken wir mal. Ach, ich mag sowas. Wie gesagt, mein letztes ist dann halt zu Sammy gegangen, weil Sammy musste duschen. Mein Fieber unter der Dusche. Er hatte keins und dann hat er meins gekriegt. Also nicht das, aber ein anderes. So, Molten Brown haben wir hier am Start. Das ist ein Bad- und Duschgel, Orange und Bergamotte. Die wandern immer weiter bei mir. Bin ich jetzt nicht so, finde ich nicht so mega fancy wie andere. 100 Milliliter sind hier drin. Ist aber eine schöne Marke. Und meine Freundin zum Beispiel, die fahren da mega drauf ab. Also meine Freundin Dani bekommt immer mal wieder von mir ein paar von diesen Molten Brown Duschgels, weil der Duft auch sehr intensiv ist und es sind sehr schöne, angenehme Düfte, sagt sie immer. Und deswegen wird das dann auch zu ihr wandern. Da wird sie sich freuen. Wir treffen uns sowieso demnächst wieder, weil da geht Weiberkarneval ab. Ich freue mich. Wir gehen so diese Dia de los Muertos Gedönsen. Das ist unser Motto für dieses Jahr. Ich
freue mich schon mega drauf. Unten hängt schon das Kostüm. Hier habe ich Dr. Lip Original Nipple Balm. Ja, also normalerweise werden die Dinger ja genommen, um umfunktioniert zu werden für die Lippen tatsächlich. Ich benutze aktuell Brustwarzencreme, weil ich ja stille, for dry skin, luscious lips and glossy bits. Ja, 8 ml sind hier drin. Und wie gesagt, das kann ich dann wirklich als Nippelbalsam nehmen. Sowas ist sinnvoll, definitiv. Aber das brauchst du eigentlich nicht von dieser hochpreisigen Marke. Reicht auch von Baby Love oder von Lanzino. Die haben ja auch ganz tolle. Und das kannst du natürlich auch verwenden für die Lippen dann, ne? Und da hast du halt so eine riesen Geschichte. Aber gut, ja. Hat man das Ding auch mit dabei, ist das dritte Produkt. Ist okay, ne? Passt für mich tatsächlich gerade auch einfach sehr gut. Dann habe ich hier was für die Haare. Und zwar von Style Dry. Coconut and Fig, also Kokonuss und Feige. Mit Muromuro Butter. Ich habe heute den Muromuro Butter Bronzer drauf. Ja, ich sehe fancy aus, ne? Der Look kommt nächstes Wochenende oder kam jetzt letztens. Seid gespannt. Ich habe da ein bisschen was in mein Gesicht gehauen. Musste einfach mal sein. Also ich meine, ne, das ist Eistee. The tea is hot. Naja, okay. Jetzt habe ich mich auch noch verschluckt. 50 ml haben wir hier drin. Das ist eine Haarmaske. Ich mag Haarmasken. Meine Haare mögen Haarmasken. Ja. 10 Minuten sollst du es drin lassen. Das finde ich natürlich immer ein bisschen lang, ne? Weil... ja, ich bin halt so, was soll ich dann 10 Minuten machen? Dann stehe ich da nackig im Badezimmer rum und warte, dass das einwirkt. Keine Ahnung. Kannst du halt machen, wenn du in der Badewanne liegst, aber ich bin jetzt kein Bademensch, ne? So, jetzt habe ich hier das fünfte und letzte Produkt in der Box drin. Leider, leider keine dekorative Kosmetik. Lumine Nordic Hydra Oxygen Recovery. Eine 72 Stunden Hydra Gelmaske. Das finde ich toll. 15 ml. Hast du vielleicht 2 Anwendungen, ne? Aber ja, ich mag gerne Pöttchenmasken. Ich mag gerne hydralisierende Masken. Deswegen passt das für mich definitiv in die Box und für mich tatsächlich auch, ne? Und es passt auch zu A Fresh Start, weil du ja auch dadurch eine frische Haut bekommst. Nö, schönes fünftes Produkt. Also, ja, also es sind alles brauchbare Produkte, die ich in der Theorie alle in Anwendung nehmen könnte, wenn ich Bock drauf hätte, 10 Minuten lang eine Haarmaske einwirken zu lassen und Bock auf ein Orangen- und Bergamottenduschgel hätte, was ich nicht habe, weil ich doch eher der blumige, süße Typ bin. Aber an und für sich sind das schöne Produkte, ne? Also du hast dieses Mal keinen Schickimicki drin. Gut, der Nippelbalsam ist natürlich ein bisschen was spezieller, aber soll man dann ja auch eigentlich für die Lippen nehmen und das ist in der kalten Jahreszeit durchaus sinnvoll. Also von daher ist es eigentlich eine gut gefüllte Box, aber nicht die stärkste Box, die Look Fantastic so bislang mal rausgebracht hat. Für mich persönlich, ehrlich gesagt, kein mega geiler Krawum-Start ins Jahr, sodass jetzt alle denken, mega, ich möchte mir die Box abonnieren. Aber es ist jetzt auch nicht mega schlecht, ne? Also ist okay, solide, aber nicht kabäh. Wenn du trotzdem durch mein Unboxing jetzt Bock auf die Box bekommen haben solltest, wie gesagt, in der Infobox, das ist halt so ein Freunde werden Freunde-Gedöns. So, ja, genau. So viel dazu. Wenn es dir gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!